Ich muss. Willkommen bei Bixby. Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum die das macht. Heute sind wir in Düsseldorf unterwegs. In einer millionenschweren Villa. Lange gab es Gerüchte, dass die russische Mafia dort wohnte. Daher haben auch viele Urban Explorer einen großen Bogen um diese Location gemacht. Doch oft sind das auch nur Gerüchte. 2005 meldete der Besitzer eine Firma an, im Bereich Mode, Autos und Zubehörteile. Ob er zur russischen Mafia gehörte, weiß wohl nur er selbst. Aber schaut selbst. Okay, wir sind jetzt in einer Villa. Ja, das ist eigentlich ziemlich krass. Wir machen auf jeden Fall die Tür zu, solange wir hier drin sind. Wir haben irgendwie mitten in der Nacht. Stell dir mal vor, du würdest so wohnen. Ist das hier ein Schrank oder? Nee. Hier, guck mal für dich. Ah, was ist das denn hier? Mercedes, Lufthansa. Okay. Das ist die Alarmanlage, die wir vorne blinken gesehen haben. Das ist einfach ein begehbarer Kleid. Guck mal, was war denn da drin in diesen Boxen? Ja, krasse Kiste, ne? Tja. Also man sieht ja so Sachen nicht oft. So, ja, so Bonzenvillen und so. Und das hier ist definitiv eine. Ich würde gerne mal wissen, was für Leute hier gewohnt haben, weißt du? Russen? Okay. Deswegen ist hier überall so nass und so. Mhm. Boah. Ey. Hier ist die Tür rausgetreten worden. Wow. Allein dieser Scharnier ist wahrscheinlich... ist einfach rausgetreten. Na, gehen wir mal weiter. Hier war bestimmt eine Uhr drin. Warcraft. Hier ist einfach World of Warcraft. Ja, wie cool ist denn das? Also jede Menge Unterlagen. Natürlich auch immer krass, so die Unterlagen dieser Leute zu sehen. Hier sind noch irgendwelche Karten noch. Office Standard 2007. Tja. Hier ist auch noch World of Warcraft. Zweimal World of Warcraft. Ist es genau dasselbe? Ja. Für Mac. Das hier. Hier ist World of Warcraft zweimal. Sind auch alle drin, die CD ist voll lustig.
ja. Ach! Der Pate, oder was? Sieht so aus, ja. War auf Russisch, ne? Oder was ist das? Ja, krass, also hast du wirklich recht gehabt. Und dann auch noch in so einer Villa so ein Film, weißt du? Oha. Hier ist einfach Rohbau. Also eben war eine richtig krass fertige Villa. Und hier ist jetzt einfach kompletter Rohbau. Hä? Ist doch überall alles hier zu. Das ist auch gut. Oh. Das ist auch gut, dass wir. Guck mal, da hat der 6.4. um 6. Das heißt, seit 10 Jahren sieht der schon so aus. Das kann nicht sein. Boah, Alter, ist das krass, das Ding. Ja, hier ist irgendwie nicht mehr weitergebaut worden. Steht in die Bar fertig und wollte alles neu machen. Ach, das ist die Garage. So, wo müssen wir lang? Da? Ja, aber da geht es dann noch um die Ecke. Irgendwo muss es ja Treppen geben. Ja, ja. Hier. Ja, sag ich doch. Das sah nämlich von oben durch dieses Loch. Sah das nämlich auch schon so aus. Vielleicht auch für die Leute, die Bediensteten. Ja, ist ja voll eingerichtet hier, das Ding. Guck mal. Hier ist noch alles drin. Hm? Ja, die haben so voll viel, so Windows-Sachen und so. Ey, die Sachen sind teilweise alle noch neu hier. Tschüss. Hey. Gut, dass ich noch in den Keller wollte, Alter. Du wärst wahrscheinlich noch nicht mal hier runtergegangen. Stell dir mal vor, wir hätten das ja nicht gefunden. Auf jeden Fall. Bist du noch hier? Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Go-Man-Villa. Voll viel Spielzeug und so. Alter Vater. Unser Akku ist fast leer. Wir sind jetzt, ups. Ja, von der Lampe auch. Wir sind jetzt noch im Keller. Der ist halt komplett vollgestellt, ne? Also ist wirklich noch richtig viel Zeugs. Ja, das ist schon krass. Also Leute haben viel zurückgelassen. Ist auf jeden Fall eine Location für schon Fortgeschrittene, weil hier nebenan sind auch überall Villen und kann ich nicht unbedingt empfehlen, hier reinzugehen. Kann auch echt Probleme geben, wenn man erwischt wird. So, wir sind damit raus. Wir gehen jetzt nur noch gucken, dass wir hier wieder gut rauskommen, ohne dass man uns erwischt. Bis bald. Tschüss.